Wie auch letztes Jahr gibt es diesmal einen exklusiven Bildband mit vielen Informationen und natürlich auch Bildern, die hinter den Kulissen entstanden sind. Wenn ihr den nicht verpassen wollt und euch gönnen wollt, vielleicht auch als Geschenk, dann checkt unbedingt den Link oder den QR-Code. Rico, unser Designer und Fotograf, hat die komplette Reise fotografisch begleitet und alle Erlebnisse für euch aufbereitet. Einzigartige Bilder, exklusive Hintergrundinfos und vieles mehr im offiziellen Bildband. Jetzt bestellen! Ausgesetzt in einem Tonstudio irgendwo in Nordrhein-Westfalen redet ein Mann von 14 Kandidaten, die 14 Tage ums Überleben kämpfen. Er muss zwar nicht wilden Tieren, wilden Pflanzen oder Naturgewalten trotzen, aber sollte sich dennoch nicht versprechen. Wer ist er? Warum sehen wir ihn erst jetzt? Und würde er auch in Kanada überleben? Ich denke nicht. Ich bin Raphael Banasik. Und ich bin die Stimme von Seven vs. Wild. Johannes habe ich kennengelernt. Das war eine Buchung bei Fiverr. Nachdem Zeit vergangen ist, habe ich irgendwann mal auf YouTube habe ich danach gesucht. Seven vs. Wild. Ich wollte gucken, ob es endlich veröffentlicht wurde. Und dann, das war der Moment, wo ich das gesehen hatte. Und als dann klar war, 9,7, 10 Millionen Zuschauer, das hat richtig reingeknallt. Das hätte ich niemals erwartet. Da ein Teil davon zu sein, das war Hammer. Wirklich Hammer. Wenn du einen Kommentar siehst und da sind 8500 Likes, weil einer gerade sagt, und die Stimme ist halt geil, dann ist es wow. An die Community vielen, vielen Dank für das positive Feedback von vielen. Ja. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Folge 9, Behind the Scenes. Ich diskutiere nicht. Ihr braucht mit mir nicht diskutieren. Ich bleibe. In dieser Folge zeigen wir euch eine weitere unerwartete Abholung. Und wie es dazu gekommen ist. Härteres Mindset gibt's nicht. Erfahrt mehr über Hope Island und die Geschichte der First Nations. All das in Folge 9 Behind the Scenes. Joey und Jan, auch ein sehr wildes Team. Joey halt als erfahrener Typen, der viel durchgemacht hat, auch viel von der Welt gesehen hat. Ein absoluter Kämpfer und Beißer-Typ, der dann sein Azubi Jan mit an die Seite kriegt und ihm einmal zeigt, wie das Leben funktioniert, würde ich sagen. Dieses ganze Freerunning- und Parcours-Thema bei Jan hilft ihm auf jeden Fall, weil er kann gewisse Grenzen einschätzen für sich selber, mental, vielleicht auch körperlich. Er hat vielleicht nicht die Erfahrung im Survival-Bereich im Sinne von, okay, wie baue ich jetzt das und das, was kann ich essen, so, aber ich denke mal, dass er schon daraus Sachen mitnehmen kann, ja, also mehr als vielleicht jemand, der nur Gaming macht. Camp Rescue, Dirk. Haben wir von euch einen Code Gelb bekommen? Ihr wollt rausgeholt werden? Okay, ich melde mich gleich bei euch. Wir werden euch wahrscheinlich mit dem Helikopter abholen müssen. Bleibt einfach an eurer Position und habt das Satellitentelefon an. Pass mal auf, ihr könnt den Jan abholen. Ich bleibe, ja? Wir müssen euch, wenn dann, beide rausholen. Also, ja. Einzel ab. Okay, lass mich das kurz gegenchecken. Wir melden uns gleich bei euch. Ciao. Kelly, wir allein weitermachen. Ja. Jetzt muss ich erst mal checken. Muss ich jetzt mit Max absprechen, weil ich weiß nichts von der Absprache, dass Joey alleine weitermachen darf. Der Sack. Ja. Der ist zu ehrgeizig, der Mann. Ja. Das ist crazy gewesen. Unsere Regel war ja, wenn ein Teammitglied abbricht, ist das Team raus. Also beide verlassen dann die Insel. Und sind quasi ausgeschieden. Hey, der Hauke will mit Kelly weiter übernachten, aber das machen wir nicht. Weil das Format sieht es nicht vor, dass von zwei Supportern einer ausfällt. Und das bringt dir ja auch nichts. Phil kommt mit. Phil kommt deswegen mit dir mit, weil Phil möglicherweise mit dem Hubschrauber direkt ins Hospital fliegt, wenn es sein muss. Also, du siehst ja hier diesen Weg. Ja, ja. Einfach nur entlang. Ja, und das ist das Helipad, das wir freigeschnitten haben. Okay, dann ist das doch das gleiche, wie ich gesehen habe. Ja. Okay, great. How long need the helicopter from the port to here? Once it's on its way, probably 15. Yeah, one way to 20 minutes, 15 minutes. Okay. Yeah. This is for the blood. Yeah, this is the same here. It's in there.
question is if I think it would be better after this. Yeah. After this time, we give him IV. Intravenous. Yes. Sugar? I think. Du nimmst bitte mit, was du brauchst, um ihn zu versorgen, und alles andere bleibt aber hier. Ja, cool. Ne? Ablauf wird so sein, dass wir mit dem Helikopter zu euch kommen, weil wir mit dem Boot aktuell nicht anlanden können. Wenn du den Helikopter hörst, den Strandbereich räumen, und dann fliegen wir euch nach Bull Harbor, wo die ganze Reise begann, und von dort geht's dann zu uns ins Camp. Ja, Moment, ich gebe an Joey. Ja, ist mir egal, was funktioniert. Ich bleibe. Aufgrund von Sicherheitsgründen geht das nicht, dass ihr alleine quasi drüben bleibt, sondern als Team zusammen oder beide raus. Und dementsprechend würden wir euch jetzt beide rausholen. Ich diskutiere nicht. Ihr braucht mit mir nicht diskutieren. Ich bleibe. So, wir warten jetzt auf eine Bestätigung vom Helikopter. Und wenn wir die haben, dann geht's für beide raus, wenn André schafft, Joey Kelly zu erreichen und ihm zu erklären, dass er alleine nicht bleiben kann. Er war da auch gerade sehr rigoros. Ja. Die sind jetzt dran am Helikopter, und sobald wir eine Bestätigung haben, wann der hier ist, schicke ich euch los. Ich konnte mir fast schon denken, dass wenn Jan abbrechen würde und es Joey gut geht, dass Joey sich da nicht rausholen lässt. Also da kannst du zu Joey auch sagen, nein, das ist eine Team Edition, du musst raus, das sind die Regeln. Dann müsstest du, glaube ich, K.O. schlagen. So, K.O. schlagen und abtransportieren, was anderes wäre nicht möglich gewesen. Trotz langer und intensiver Gespräche war es unserem Team nicht möglich, Joey davon zu überzeugen, mit Jan abzubrechen. Wir machen uns auf den Weg, ihn abzuholen. Alles Gute für die 7 Tage! Für 7 Tage durchhalten, muss man erstmal machen. Ich bleibe hier und kämpfe weiter. Natürlich, man fühlt sich vor allem als Sportler vielleicht noch mal mehr. Man hat sich bis zum Ende geschafft, man hat nicht die 14 Tage ausgehalten, die angesetzt waren. Es fühlt sich glasklar an wie eine Niederlage. Aber habe ich auch zu Joey die ganze Zeit gesagt, die Entscheidung ist für mich gefallen. Ich bin ultra happy. Vorher nie Survival oder Bushcraft gemacht. Bin komplett über meine Grenzen hinausgewachsen mit dem Hungern, mit dem Langeweile-Todkriegen. Und ich habe noch mehr für mich daraus mitgenommen, was ich in meinem Leben machen will, worauf ich wirklich Bock habe, was mir wichtig ist und wo ich gut drin bin. Das habe ich sehr, sehr klar daraus mitgenommen, und das wird mir halt jetzt auch keiner mehr nehmen. Also es war eine geile Erfahrung und nachhaltig und langfristig gesehen auch eine Top-Nummer. Aber muss jeder für sich selber entscheiden, ob er raus will oder nicht. Und aus was für Gründen auch immer. Kelly absolut fit. Der hat die Show gemacht schlechthin. Der meldet sich auch jeden Morgen, jeden Abend weiter, denke ich mal. Wie geht's dir? Ja, passt. Jetzt gut wieder. Jetzt, wo du hier bist, ja. Ja, wo ich gesagt habe, nee, ist nicht mehr, ab dann gut. Ach, aber hier zu stehen ist natürlich auch schon ein bisschen scheiße gerade, aber ging nicht mehr. War Ende. Cool. Setz dich mal hin. Hast du was gegessen? Noch nicht. Ich
habe 7 Tage nichts gegessen. Eine Kröte lief da an dem scheiß Strand rum. Die haben wir gefangen, aber die hat Joey mir verboten zu essen. Die kommen für die ganz harten Tage. Ich habe mich jeden Tag darauf gefreut, diese scheiß Kröte endlich zu fressen. Durfte nicht. Ja, Joey, wir haben da eine Mission. Wir haben da eine Strandvilla aufgebaut. Und die Strandvilla, die muss genau da fertiggestellt werden. Und Joey ist der Bauleiter gewesen. Also der macht das jetzt fertig. Alter Lachs. Ja, geil. Ja, das ist krass. Da muss ich erst mal wirken lassen. Ich weiß jetzt nicht überhaupt zu dir hin. Wenn du jetzt umklappst, wenn du was isst, ne? Alter, das ist wirklich zu wild. Okay. Also. Langsam, langsam. Erstmal würde ich was Warmes trinken. Erstmal hier Zucker. Also 7 Tage. Längste, weil ich nicht gegessen habe, war 24 Stunden vielleicht. Na, jetzt trinken wir was. Ja. Boah, das ist echt geil. Ja. Das reicht. Nee, Puls und Druck ist gut. Das Meeresrauschen, das ging mir so auf den Sack irgendwann. Dann war 2 Sekunden Ruhe, danke. Ist die kalt? Ich muss einfach nur, nee. Nein? Ich muss einfach nur ein bisschen Piano machen, glaube ich. Nein, ja. Ich musste permanent an Rührei denken. Das hatte ich noch nie. Rührei, das is it. Ich will es nicht aussprechen, aber man kann es sich wirklich nicht vorstellen, wie geil das schmeckt nach 7 Tagen. Da schmeckst du jedes kleine Korn raus. Wir haben kein Feuer, nicht ein Feuer gemacht. Wir haben wirklich nur an dieser Hütte gebaut. Und weil ich nicht bauen kann, war ich die ganze Zeit der Knecht, habe diese Knechtarbeiten gemacht. Ich habe so viel gesägt. Wir hatten so eine Säge, die ist kaputt gegangen irgendwann. Und dann habe ich nur noch mit diesem Sägeblatt gesägt in der Hand. An einem Baum, der dick war. Und dann ging dieser Baum zum Verrecken nicht durch. Wirklich eine Stunde gesägt und mit diesem scheiß Dingen in der Hand. Ich bin abgekackt. Ich war fertig. Ich war mental so fertig. Und dann da ein paar Stunden das wirken lassen. Dann habe ich gedacht, Junge, du musst hier weg. Sonst verliere ich mein Ich. Ja, Joey würde ich natürlich gerne mitteilen und mach die Hütte, die wir da angefangen haben, zur absoluten Luxus-Strandvilla. Ist es jetzt eigentlich schon? Es fehlen wirklich nur so ein paar Schubladen oder sowas. Und dann ist das Ding absolut geil. Ja, ich bin jetzt hier leicht der Kälte zurückgekommen, aber ich habe hier direkt mal die beste Rezeptur rausgefunden für die optimale Heilung. Zimmerst dir hier so ein bisschen Milch in das Ding. Danach ziehst du dir die, ich glaube, das heißt 18% fetthaltige Cream hier rein. Schön ordentlich. Dann stellst du den Apparat unter die Kaffeemaschine. Einmal anzapfen. Und dann kommt das Kakaopulver, was mit Kakaopulver nicht zu tun hat, sondern nur Zucker ist. In einem geballten Haufen auf den Löffel und landet auch im Topf. Das Ganze 2-mal. Und du hast die Basecamp Heilungsmische. Schön brockig. Genau so. Jan ist sicher im Rescue Camp angekommen. Nachdem unsere Köchin und unser Ärzteteam sichergestellt haben, dass es ihm gut geht, kann er vor seiner Rückreise nach Camp Bell River die Schönheit der Natur von Hope Island und die Campgemeinschaft genießen. Hier leben vorübergehend neben dem medizinischen Team, die Sicherheitscrew, ein Teil der Produktion und zur Unterstützung bei dem Projekt ein Team der First Nations. Der Stammeshäuptling Mike, der uns auch bei der Planung und Umsetzung unterstützt hat, zeigt uns die Insel und erzählt uns mehr über die traurige Geschichte seines Volkes und wie Seven vs. Wild ihr Leben vor Ort beeinflussen wird. Certain things that is a dead giveaway that there used to be a First Nations village site here. And this is for all the coastal areas of British Columbia. It really takes a good eye to find some of this. You guys have been walking over this evidence for a long time since you got here, and we're going to show you. See all the shell here eroding off? These shells tells you that this was a First Nations village site. Hundreds, if not thousands of years ago. You know, our ancestors harvested clams,
steamed them, ate the innards, and then discarded the shell. And you do that over thousands of years. So this is just rock here. But this, that's where the shell maiden starts. You see? This is how we found out that our old people were eating Pacific white-sided dolphins, porpoises. I have no idea how they caught them, but we found them, the remains of these marine mammals in the middens 2,500 years ago. So what you just saw there goes all the way to the end. And that's how you determine how big the village actually was. We're still here, despite smallpox, which killed 90% of our people. The Potlatch Ban, which banned our traditions between 1884 to 1951, and the residential school system. Sometimes you'll find human remains in middens too, because of, warfare was real on the coast, and how they used to settle them was sometimes through marriage. So they arranged a marriage that would settle the war. And so sometimes you'll find casualties in the midden too. And sometimes without their heads. So that's the way to prove that this person is dead. My mom was a survivor. She's still alive. She's a residential school survivor. She was taken when she was just a little girl. Generations like mine and below were all byproducts of that horrible time. Right, and it's going to take time to heal from that. Being relocated, some tribes were relocated out of their territory, their homes being burned down behind them, right? And that's a horrible story that happened in the 60s with the tribe, a couple of tribes just over there. You guys come have a look. See, that big house is right at the very end where that rock. So that would be right around where those middle tents are. But that's what the old style big houses look like. A lot of the places they like to build out, like the decks, and then have stairs down. This is always outside the head chief's house, right? And it's a place where all the chiefs used to sit and have discussions. And this house here, or maybe it's this one, I can't remember. Looks like the facade is in the bushes still. Same sort of pattern like that. It so looks like the same pattern as on one of the big houses. This could be the roof. The big houses were made out of cedar, and cedar has a natural oil or resin inside the fibers that protect the fibers from rotting. If you look at the door, and the, yeah. It could be. It could be. To be honest, what we're seeing here is what was up in the 1880s. So I love history. If you're not inquisitive growing up, if you don't ask these questions and then the elders die, they take a lot of information with them. And that happens a lot. We're pretty resilient, so I want to pat ourselves on the shoulders and on the back for being resilient on this resurgence path. Lots of young First Nations want to rise, they want to learn language, they want to live back in the homelands, which is why we're here, which is why this Seven Versus Wild, this partnership that we've created, is going to help one First Nations come back home, because they're building up the economy through tourism is going to allow that. So that's such a good story. Ja, das ist der Tag nach meiner Abholung. Mir geht es wunderbar, abgesehen davon, dass ich irgendwie so einen leicht roten Hals und sowas habe und alles so ein bisschen geschwollen ist, also leichte Erkältung oder was. Ist in Ordnung damit. Ich ruhe heute ein bisschen die Sonne genießen, schön mit den Leuten hier abchillen und alles wunderbar, mental auch auf bester Ebene. Bin eigentlich bereit, das Ganze nochmal neu zu wagen, oder ich würde es jetzt gerade, fühle ich mich so, okay,
Eigentlich könnte das nächste doch jetzt kommen. Ja, heute Abend geht er dann zurück ins Hotel. Mal sehen, wer noch so alles vielleicht schon da ist und wer nicht. Da freue ich mich auch drauf. Hab schon mit meiner Freundin, meiner Familie gesprochen. Auch alles geile Reaktionen. Also mir geht es wunderbar. Absolut richtige Entscheidung. Und ja, bin happy und hyped hier jetzt in Kanada zu chillen. Meine Mutter und meine Perle waren beide so erschrocken, als sie gesehen haben, dass ich angerufen habe. Das war schon lustig. Aber dann, als sie gecheckt haben, okay, hä? Sind doch erst 7 Tage, wieso und so, habe ich denen das erklärt und waren natürlich alle happy, dass sie mich wieder gesehen haben, dass ich fit war und so, und habe ihnen erklärt, warum ich rausgegangen bin und was da so abging, und volles Verständnis gehabt und sich für mich gefreut, und ja, fanden sie geil auch. 10 Minuten! 10 Minuten! Und? Wie ist es? Traurig, schon geil hier. Aber ich bin froh, endlich im Warmen zu landen. Jetzt schöne Dusche. Schön ins Mucklige. Da sehe ich mich. Alter, das ist ja wirklich ein geiles Teil, Mann. Den hätte ich den ganzen Tag tragen sollen, weil mir war die ganze Zeit schon kalt. Ich hätte auch hart Bock, so gleich in das Hotel rein zu marschieren. Mich so ins Bett zu legen. Der Zeitpunkt, auf Wiedersehen zu sagen, ist gekommen. Für Jan endet hier das Projekt Seven vs. Wild. Das Team bringt ihn zurück nach Camp Bell River. Ich? Nein, nein, nein. Und lass ihn nicht von anderen Ärzten behandeln. Nein, nie wieder. Seven vs. Wild neigt sich dem Ende zu. 5 Kandidaten sind ausgeschieden. Welche Teams werden bis zum Ende durchhalten? All das in Behind the Scenes.